Das Clinical Skills Lab der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert in diesem Video eine chirurgische Instrumentenknüpftechnik für den chirurgischen Knoten. Die Technik wird hier zunächst am Knotenbrett kommentarlos demonstriert. Der Knoten wird nun schrittweise noch einmal gezeigt, hier bei einer vertikal verlaufenden Knotenlinie. Rechtshänder halten das Instrument mit der rechten Hand im Ringfingergriff. Das lange Fadenende liegt chirurgnah und wird mit der linken Hand fixiert. Das Instrument wird für jede neue Knotenlage stets innen zwischen Ein- und Ausstich positioniert. Das lange Fadenende wird zweimal um das Instrument herum geschlungen, der kurze Faden erfasst und auf die gegenüberliegende Seite verbracht. Die Schlinge wird unter gleichmäßigem Zug parallel zur Knotenlinie tief angezogen, sodass sie flach zu liegen kommt. Dann wird das Instrument wieder zwischen den beiden Fadenenden platziert. Die Schlinge wird idealerweise bereits in der Luft geformt und schließlich zügig, flach und parallel neben der vorhergehenden festgezogen. Der chirurgische Knoten besteht aus mindestens drei Knotenlagen. Auch bei der dritten Knotenlage wird die Schlinge nach innen gewickelt und das Ende auf die andere Seite gezogen. Das Prinzip dieser Technik ist bei einer horizontal zum Chirurgen verlaufenden Knotenlinie dasselbe. Das Instrument wird zwischen Ein- und Ausstich positioniert, der Faden zweimal um das Instrument gewickelt, der kurze Faden erfasst und die Schlinge wird mit überkreuzten Armen angezogen. Bei der zweiten Knotenlage entkreuzen sich die Arme wieder. Und überkreuzen sich erneut bei der dritten. Hier wird die Technik am Knüpfpad anhand eines vierlagigen chirurgischen Knotens demonstriert. Weitere Videos zu Knüpftechniken finden Sie für Kreuzknoten, chirurgischen Knoten und Rutschknoten hier im YouTube-Kanal Tiho Videos.